Herzlich willkommen alle. Mein Name ist Michael Stingel. Mein Vortrag ist heute: Wie werden Arbeitsprozesse mit Microsoft 365 digitalisiert? Ich möchte ein paar pragmatische Ansätze zur Digitalisierung von Aufgaben und Prozessen am Arbeitsplatz vorstellen. Ganz kurz was zu mir: Ich bin bei der Firma Adlon Consulting im Bereich Digital Workplace. Das heißt, schwerpunktmäßig bin ich im Bereich der Microsoft 365 Themen wie Teams, Power Automator, Power Plattform generell im Einsatz, also alles, was eher so die Anwender betrifft. Bin jetzt schon seit fast 7 Jahren bei der Adlon und komme aus Ravensburg, also hier im schönen Süden in Württemberg. Auch noch ein paar Worte zur Firma Adlon. Die Adlon ist ein Beratungshaus mit Betriebs- und Umsetzungskompetenz in Oberzell in der Nähe von Ravensburg. Gibt es jetzt schon über 30 Jahre. Und hat aktuell eigentlich zwei Schwerpunkte. Das ist einmal die digitale Transformation als Kernthema und der digitale Arbeitsplatz, mit dem ich mich jetzt heute auch beschäftigen möchte und Ihnen da Themen zeigen. So, Digital Workplace, das Schwungrad dreht sich. Ich glaube, über die globale Lage, da wurde in den Neuigkeiten oder in vielen Vorträgen genug gesagt. Nur ganz kurz was von meiner Seite. Also ich denke, was man halt jetzt ganz klar sieht, Digitalisierung war ja vor Corona auch ein Trend, ein definitiven Thema, das bewegt. Und davor war es aus meiner Sicht so, dass man häufig in der Beratung trotzdem der Appetit machen musste. Also im Sinne von, war je nach Unternehmen, gab es welche, die halt abwartend waren. Es gab welche, die sich dafür interessiert haben. Es war Bewegung da, aber noch nicht in dem Extrem. Und was man jetzt in diesem halben Jahr halt gesehen hat, dass plötzlich natürlich richtig Momentum reingekommen ist. Wir hatten wahnsinnig viele Anfragen von Firmen, die auf einmal Digitalisierung im Sinne von häufig Homeoffice-Arbeitsmöglichkeiten benötigt haben. Und man sieht da jetzt schon deutlich klarer auch die Trends, wie die Firmen sich da aufstellen, wie es da weitergeht. Also aus meiner Sicht ist jetzt dieses Pandemie-Thema, da gibt es jetzt kein Zurück mehr zu einer Normalität, wie man es da vorgesehen hat, sondern ich denke, so wie es ist, wird es irgendwo das neue Normal werden. Und auch wie wichtig diese Digitalisierung wird, das sieht man, denke ich, also wenn Sie ein bisschen von der Börse interessiert sind, das sieht man daran. Auf der einen Seite ist es so, dass in den USA, die hatten jetzt im letzten Quartal das schlechteste Bruttosozialprodukt seit Aufzeichnung. Und auf der anderen Seite machen die ganzen Digitalaktien wie so Amazon, Apple, Microsoft, die haben alle Höchststände. Also ja, ganz spannendes Momentum, ganz spannendes Thema. Wenn man sich jetzt diesen digitalen Arbeitsplatz anschaut, dann legen wir bei der Adlon Wert drauf, dass wir das Ganze sehen. Wir haben hier so als Deal-Icon, als Bild so diesen Eisberg, der nach diesem Pareto-Prinzip funktioniert, im Sinne von, dass man eben 20% sieht und 80% unter der Oberfläche sind. Und wir haben für uns dieses Thema digitaler Arbeitsplatz sich da aufstellen, 4 Bereiche kategorisiert, die ich mal kurz durchgehen möchte. Also wir haben einmal das Thema die Infrastruktur modernisieren. Das heißt, im Sinne von einmal klar für Homeoffice, da braucht es für die Leute halt mobile Geräte, sei es jetzt Smartphones oder auch einfach Laptops. Aber eben auch, dass das Backend, also der Hintergrundbereich, der muss technisch häufig anders aufgestellt werden, dass dieses Work from Anywhere, Anytime, dass das auch abgebildet werden kann. Der Bereich Information sichern, da geht es darum, dass ich natürlich mit diesem modernen Arbeitsplatz und der Digitalisierung auch das klassische Sicherheitskonzept in der IT sich stark ändert. Also klassisch ist es ja so, dass man eine Firma hat, das ist wie so eine Bastion, da ist das ganze Netzwerk, man hat eine große Firewall am Ein- und Ausgang und damit ist es irgendwo klar, wo die Daten liegen und hat da irgendwo die Hand drauf. Und wenn jetzt die Leute von zu Hause arbeiten, mit Bring Your Own Device jedes Gerät verwenden können, jetzt mit so einer Plattform wie Microsoft 365 erstmal der Login von überall möglich ist, wenn man einen Webbrowser hat und einen Internetzugang, dann stellt das ganz andere Anforderungen an dieses Sicherheitskonzept und in dem Bereich wird sich damit beschäftigt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Thema, das digitale Arbeiten zu kultivieren, also so ein bisschen weg von der Technik hin zu, wie sieht denn da der Change aus? Ich habe es jetzt aus meiner Praxiserfahrung gesehen, dass es halt je nach Unternehmen da die Leute und die Unternehmen ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Also wo es einmal sehr schwer ist, Digitalisierung zu vermitteln. Warum das Ganze? Was sind die Mehrwerte? Die Leute sind halt häufig in einer gewissen Arbeitsweise eingeschliffen.
Und in dem Bereich ist eben mit der Aspekt zu sagen, wo man Wert drauf legt, wie kann man jetzt die Leute abholen für das Ziel, dass eben jetzt nicht nur die Technik einführt und es nicht gelebt wird, sondern eben auch, dass das Ganze Spaß macht, dass es auch so ein bisschen mit in die Unternehmenskultur reingeht, also einfach Verständnis und Begeisterung schaffen. Und zuletzt als Arbeitsbereich, wo wir uns auch heute in dem Vortrag uns bewegen, ist es eben das Thema Arbeitsprozesse digitalisieren. Der Bereich heißt Work and Processes. Ist auch der Bereich, wo ich hauptsächlich tätig und zu Hause bin. Und da geht es unter anderem darum, dass man halt, wenn man jetzt eine Microsoft 365-Plattform hat, dass man jetzt diese neuen Lösungen auch möglichst optimal ausschöpft. Das heißt, in dem Fall eben auch Prozesse prüfen, was man jetzt dann Möglichkeiten hat. Das heißt, häufig dann mit den Prozessteilnehmern in den Workshop-Kontext gehen, das auch also neue Potenziale einfach da zu entdecken. Nicht die Prozesse eins zu eins umzusetzen, also dass man aus einem, ich sag mal, schon schlechten analogen Prozess oder klassischen Prozess einen schlechten digitalen Prozess macht, sondern das Ganze sich einfach nur mehr sauber durchdenkt und ein Redesign macht und das Ganze dann schlussendlich in die Praxis bringt. Das sind so die vier Aspekte, die wir bei der Adlon beim digitalen Arbeitsplatz sehen. Und ich habe jetzt einfach für diesen Vortrag halt ein paar Beispiele aus der Praxis gebracht, einige von der Adlon, ein paar von Kunden. Und möchte es mal näher bringen, wie diese Prozesse aussehen können, aus jetzt einem eher beschreibenden Aspekt, ohne wahnsinnig technisch in die Tiefe zu gehen. Wenn es da aber auch Fragen zur Technik gibt im Detail, dann kann einfach in die Fragen schreiben. Ich kann da auf jeden Fall Antworten dazu liefern. Schauen wir uns mal hier die Bereiche an, die es in der Firma gibt. Klar, man kann Unternehmen nach gewissen Kategorien unterordnen nach Kategorien. Ich habe jetzt mal hier den HR-Bereich rausgenommen zum Starten. Warum das Ganze? Der HR-Bereich, die Abteilung, die ist in der Regel sehr dankbar, weil Microsoft 365, dieser Lösungsstack, was da alles drin ist, das ist ja eher anwenderfokussiert. Das heißt, das sind die Themen, die Software und Lösungen, wo die Leute vor allem miteinander agieren. Also wenn wir uns im Produktionsbereich im Backend bewegen würden, da müssten wir eher an die Azure-Plattform gucken. Und deswegen gibt es häufig gute Beispiele zur Digitalisierung mit Microsoft 365 im HR-Bereich. Deswegen möchte ich mit dem jetzt mal beginnen. Ich habe jetzt hier als erstes Beispiel das Onboarding mitgebracht, aus folgendem Grund, weil das Onboarding hat natürlich viele Schnittstellen. Es gibt einmal den neuen Mitarbeiter an sich, es gibt die HR-Abteilung mit den Personen, die da arbeiten. Die IT ist immer in der Form involviert, zum Beispiel für Accounts anlegen und berechtigen. Und natürlich auch die Fachbereiche, also dann die neuen Vorgesetzten, die Mitarbeiter. Und jetzt bei uns war das so, dass es bei der Adlon davor im klassischen Prozess halt eine Wordliste gab, eine Checkliste, was alles erledigt werden muss, wenn eine neue Person anfängt. Und die HR musste das Thema dann entsprechend treiben, also immer forcieren bei den Fachabteilungen, dass gewisse technische Themen umgesetzt werden, dass die Accounts da sind, also waren da immer in einer Muss-Position. Und was haben wir gemacht? Wir haben eben auch einen Workshop intern gemacht mit den Beteiligten, mit den Abteilungen, eben alle, die irgendwo Stakeholder bei diesem Prozess waren und geschaut, was ist im Grunde genommen, was ist wichtig und wo krankt es und wie kann man es aktueller machen. Und der Prozess sieht jetzt so aus, dass es zum Start gibt Microsoft Forms, das ist der linke Desktop, wie eine Art Umfrageblatt zum Stammdaten anlegen, also wenn die Bewerbung abgeschlossen ist, dass man hier die Daten von dem Mitarbeiter ausfüllt und der neue Mitarbeiter bekommt auch so ein Forms, ein bisschen als Gimmick, wo er zum Beispiel noch angeben kann, was ist ihm bei der Einarbeitung wichtig, was hat er denn für eine Konfektionsgröße bei den T-Shirts, dass man das auch gleich davor bestellen kann. Diese Daten werden dann im Hintergrund mit der Lösung Power Automate, das ist eine Workflow-Engine, automatisch in eine Liste reingeschrieben, eine SharePoint-Liste. Die funktioniert dann im Grunde genommen als die Stammdaten, auf denen weitergearbeitet wird. Das wäre dann dieser Bildschirm so symbolisch in der Mitte in Teams eingebettet. Wenn diese Daten in der Stammdatenliste sind, hat das HR natürlich den Vorteil, dass es jetzt halt hier die aktuellen Status überblicken kann und auch entsprechend sehen kann, wo sich jeder Mitarbeiter beim Onboarding befindet, ob das so läuft. Und zwei weitere Stärken hier sind dann eben mit dem Power Automate, dass man durch diese Plattform jetzt auch automatisiert Aufgaben den Stakeholdern zuweisen kann. Also wir verwenden da eben auch in Microsoft 365 den Planner als Aufgabenverwaltungsplattform. Und ich kann jetzt hier eben sagen, wenn ein Mitarbeiter in den Status Initial kommt oder in den Status in Bearbeiten kommt,
dann können automatisch zum Beispiel dem Vorgesetzten Aufgaben im Planner zugewiesen werden oder das Marketing bekommt die Aufgabe, um die Visitenkarten zu drucken. Und so kann ich den Prozess schön orchestrieren und das sehr automatisiert und die HR hat, das HR hat gleichzeitig den Blick darauf. Und was im Hintergrund eben auch passiert ist über Power Automate, dass dann die Accounts für die Mitarbeiter automatisch erstellt und zugewiesen werden. Das wäre so das erste Beispiel. Weiteres Beispiel hier, das ist von einem Kunde, von Haas aus dem Galanet. Und zwar geht es um eine sogenannte digitale Personalakte. Es ist so, dass die Firma Haas, die hat bis dato schon sehr, sehr ausführliche Prozesse in Papierform gehabt, was das Bewerbermanagement angeht, was die Stammdatenpflege von Mitarbeitern angeht und die Weiterentwicklung, also Ausbildung, Karriere etc. Und der Anspruch war, das Ganze auch zu digitalisieren. Und in dem Beispiel ist es so, dass die Plattform, die Sie jetzt in dem linken großen Laptop sehen, das ist Power Apps. Power Apps ist in Microsoft 365 eine Low-Code- bis No-Code-Plattform, mit der man Applikationen zusammensetzen kann. Und diese Applikation bildet im Grunde genommen jetzt dieses Bewerbermanagement und auch die Stammdatenpflege oder die Qualifikation, diese digitale Personalakte komplett ab. Im Hintergrund gibt es dann auch wieder als Stammdatenverwaltung quasi eine SharePoint-Liste. SharePoint ist jetzt keine ideale Datenbank, bietet sich aber in der Regel bei den Größen, ist es noch akzeptabel. Also alles unter, ich hätte aus dem Bauch gesagt, so alles unter 1500, 2000 Einträge an Daten ist damit sehr gut handhabbar. Darüber macht Sinn, dass man das dediziert wieder in eine SQL-Datenbank oder in jegliche Datenbank schreibt. Sonst ist es so, im Hintergrund arbeitet wieder auch Power Automate, diese Workflow Engine zur Automatisierung, die dann zum Beispiel, wenn jetzt in dieser App gesagt wird, okay, es wird ein Bewerbergespräch vereinbart, wird automatisch dann eine E-Mail an den Bewerber geschickt mit einem Word-Dokument, wo Terminvorschlag drinsteht etc. pp. Und ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Also die Plattform an sich, das Ganze ist technisch relativ einfach umzusetzen oder relativ einfach umzusetzen. Der Anspruch ist hier natürlich immer, diese Prozesse dann abzubilden. Also im Sinne von, wie sind die Prozesse bis dato designt? Was gibt es jetzt da zu beachten, wenn man sie in das Digitale matcht und was sind die Anforderungen vom Kunden? Und also jetzt genau hier ist noch ein zweiter Screenshot sozusagen, ein Beispiel, dass jetzt in dieser Power App, in dieser digitalen Personalakte, können jetzt eben auch die Gehaltsgruppen definiert werden. Also es ist einfach so eine generelle digitale Mitarbeiterverwaltung. Und das Charmante ist eben hier, dass es komplett in Microsoft 365 läuft. Also man braucht jetzt nicht irgendwelche Drittanbietersysteme, sondern die App an sich, die Datenbank oder die Datenbank mit SharePoint, die Orchestrierung im Hintergrund und auch das, die E-Mail-Verarbeitung läuft eben alles automatisch über Microsoft 365. Man braucht jetzt keine Drittanbieter, was das angeht. So, hier hatte ich noch ein letztes Beispiel aus dem HR, und zwar ist es das Digital Competence Programm bei uns in der Firma. Worum geht es da? Es geht darum, die Mitarbeiterweiterbildung entsprechend zu tracken. Also zu sagen, okay, es gibt bei der Adlon gewisse Bereiche, wo wir sagen, die sind für alle wichtig, also Prozesswissen, Consulting, gewisse technische Themen. Da sollte jeder Mitarbeiter je nach seiner Tätigkeit eine gewisse Qualifikation, ein gewisses Level haben. Wir haben uns da an diesem Microsoft-Level von 100 bis 400 orientiert und haben eben auch zum Beginn einmal eine Forms-Umfrage gemacht. Das ist dieses Umfragetool in Microsoft 365, mit dem dann ein Ist-Zustand erfasst wurde. Also einfach, wie sind die Mitarbeiter aktuell im Schnitt? Und was man jetzt hier im großen Bildschirm in der Mitte sieht, ist Power BI. Das ist eine weitere von diesen Applikationen in Microsoft 365, mit denen dann Dashboards angezeigt werden können. Also es ist so, dass jetzt jeder Mitarbeiter ein eigenes Dashboard bekommt und einfach sieht, okay, wie steht er wo gerade und was sind in Zukunft so die Sollansprüche, wenn nur irgendwo Bedarf ist für die zukünftige Weiterentwicklung. Also angenommen, ich müsste jetzt in Zukunft mehr Azure Sentinel machen oder irgendwas an der Sicherheit, dann hätte ich jetzt hier irgendwo einen Balken, wo ich einmal so den Sollzustand und dann den Ist-Zustand und den Sollzustand habe. Und links im Bildschirm sieht man dann noch ein Learning Management System. Das ist jetzt von einem Drittanbieter, das ist LMS 365.
das wir verwenden, um eben dann auch Videos zum E-Learning bereitzustellen. Also es ist so eine Mischung aus, dass wir kommerzielle Produkte da drin haben, aber eben auch viele Anleitungen und Videos sind dann von den Kollegen gestaltet, je nachdem, wie man es benötigt. Und wenn jetzt entsprechend diese Learnings durchgeführt werden und erfolgreich abgehakt werden, fließt das Ganze eben auch wieder zurück dann in die Power BI Dashboards, dass man halt da seine Level sehen kann. So, der nächste große Bereich, den ich anschauen möchte, ist das Projektmanagement, die PMO, die Projektmanagement-Organisation. Ist insofern auch ein spannender Bereich, da man immer die Schnittstelle hat, so ein bisschen in vielen Unternehmen der Bruch zwischen Auftragseingang und dann der Projektierung und der Budgetierung. Und es gibt aus meiner Sicht da so zwei Bereiche, die es da gilt abzubilden oder die aus dem Digitalisieren, aus dem automatisierten Prozessen da spannend sind. Das ist einmal das Thema, was ist für das Projektmanagement Organisation in der Firma wichtig, also die, die den Überblick über die ganzen Projekte haben, tracken müssen, ob das Ganze läuft. Und dann auch, was ist für die Projektleiter wichtig, also dass ich die Projekte on time, on schedule angemessen durchführen kann, dass ich da mein Werkzeugkasten passend immer dabei habe oder dass es für mich optimal läuft. Zu Beginn haben wir einmal hier aus der Projektmanagement-Organisation den ersten Teil, was haben wir da gemacht? Es ist so, dass die Adlon hat jetzt innerhalb von einem Jahresprojekt D365 eingeführt als neues ERP-System, wo jetzt die Auftragsverwaltung stattfindet und auch die Projektierung. Und der erste Schritt war zu sagen, okay, wenn jetzt ein neuer Auftrag einkommt, möchten wir halt auch automatisiertes Projektmanagement für die Projektorganisation oder für das PMO-Team in Gang bringen. Das heißt, es ist so, dass wenn ein neuer Auftrag eingeht, wird es wieder automatisch in eine PMO-Liste, in eine SharePoint-Übersicht reingeschrieben und die dann proaktiv in Teams auch angeschrieben und informiert im Sinne von, okay, es gibt ein neues Projekt, wo jetzt ein Projektleiter definiert werden muss und wo eine Terminierung und Disponierung stattfinden muss. Also ist jetzt ist ein kleiner Prozess, ist jetzt kein wahnsinniger Schritt, aber es ist jetzt mit Bordmitteln trotzdem relativ einfach abbildbar. Und der zweite Schritt hier wäre in dem Fall dann das Projekt Dashboard oder das Projekt Doing für den Projektleiter. Also angenommen, ich bekomme jetzt ein neues Projekt, wo ich was umsetzen darf. Dann ist es jetzt so, dass im klassischen Fall war es immer so, es gab dann halt Excel-Listen, mit denen man das Aufgabentracking gemacht hat. Und es gibt von Adlon einen Projektmanagement-Standard, der einfach die gewisse Qualität bei den Projekten einhalten soll, wo dann gewisse Tasks zu tun sind, wie zum Beispiel immer ein Projektleitdokument schreiben, dass man mit dem Kunden entsprechend abstimmt. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, dass es auch ein sauberes Projektabschlussdokument geht, wo man einfach sieht, okay, wurden alle Anforderungen erfüllt, was ist noch offen, wie war es denn insgesamt? Und was wir jetzt dann hier gemacht haben, war eine Automatisierung im Sinne von, wenn jetzt ein Projekt angestoßen wird und ein Projektleiter definiert ist, dann wird automatisch im Hintergrund auch wieder über Power Automate wird ein Projektarbeitsbereich erstellt. Bei uns ist es so, dass es für die einzelnen Projekte immer ein neues Team gibt, beziehungsweise einen eigenen Kanal, hängt so ein bisschen von dem Projekttyp ab. Und dieser Kanal wird dann automatisch mit den Themen befüllt, die für mich jetzt als Projektleiter wichtig sind. Also im Detailbereich werden automatisch die Templates abgelegt, um so ein Projektleitdokument zu schreiben, oder das Projektabschlussdokument wird abgelegt als Template. Ich bekomme automatisch einen Planner zur Aufgabenverwaltung, der auch inhaltlich sofort befüllt wird im Sinne von zum Beispiel so Standardaufgaben, die man hat, am Anfang mit dem Kunde abstimmen, das Projektteam informieren, regelmäßige Startungsmeetings machen, dass ich das halt nicht immer jedes Mal von neu aufsetzen muss. Und es gibt eben auch automatischen Power BI Dashboard, das auf D365 zugreift und das mir dann jetzt hier in der Mitte anzeigt, einfach, okay, wo liege ich denn mit dem Projekt, wie viele Stunden haben wir, wie viel sind davon ausgeschöpft, sind wir für die einzelnen Anforderungen, sind wir da on time, on schedule, gibt es Themen, wo wir sagen, die können wir nicht abrechnen, also einfach eine Übersicht, dass ich als Projektleiter sehen kann, wie bin ich denn, wie steht es denn. Und nicht zuletzt, was wir haben, ist ein sehr einfacher Prozess, auch über Power Automate abgebildet, eine proaktive Anfrage bei den Projektleitern über Power Automate mit Adaptive Cards gelöst, nennt es sich.
Das heißt, ich kriege jetzt im Microsoft Teams als Projektleiter einen Chat, wo ich eben gefragt werde, ja, wie ist denn das aktuell verbrauchte Budget, wie sind die nächsten Schritte? Und wenn ich das halt da eintippe und ausfülle, dann wird das automatisch an das PMO-Team gesetzt. Das heißt, die müssen jetzt nicht immer den Projektleitern hinterherrennen und dann nach dem Status gucken, sondern das wird jetzt halt automatisiert gemacht und die kriegen dann so zentralisiert die Ergebnisse zu den Projekten zusammengeschickt. Und im Projektbereich haben wir dann eben die Kundenzufriedenheit. Heißt, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, ist es so, dass der Kunde kriegt dann wieder eine Formsumfrage. Ist einfach, also kann jetzt schon mehrmals als Beispiel wissen, sehr einfache Möglichkeit ist eben, Daten proaktiv anzufragen und dann automatisiert weiterzuverarbeiten. Das heißt, Kunde kriegt die Umfrage, kann die entsprechend ausfüllen. Und dann gibt es auch wieder ein oder mehrere Dashboards, je nachdem für die Gesamtprojektübersicht oder für die Kundenübersicht. Passt es so? Ist es zufrieden oder ist der Kunde zufrieden? Wo gibt es noch Luft nach oben? Und der Charme dieser Plattform ist wirklich immer im Grunde genommen, weil es jetzt alles aus einem Guss ist, weil da es wohl definierte Schnittstellen zwischen den Applikationen gibt, dass die Automatisierung relativ einfach von der Hand geht. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wie man es vielleicht von früher kennt, ein ERP oder ein Enterprise Service was hat und dann hohe Individualprogrammierung hat, um die einzelnen Lösungen miteinander sprechen lassen zu können. Also das ist ein sehr, sehr großer Mehrwert. So, in Anbetracht auf der Zeit habe ich jetzt hier noch aus dem Marketing zwei kleine Beispiele, da würde ich jetzt nicht so großartig drauf eingehen. Und zwar ist es einmal das Thema Teams, im Sinne von, wie das bei uns den Prozess der Kommunikation geändert hat. Also klassisch war es so, dass man eben einen Mailverteiler hatte oder es gibt ein Intranet oder ein schwarzes Brett, kennen die allermeisten Firmen in irgendeiner Form. Und durch die Einführung von Teams, wir haben das jetzt Ende 2017 eingeführt, änderte sich halt von der Strukturierung der Kommunikation grundlegend. Das hat gerade jetzt aus Marketing-Sicht den großen Vorteil, dass es eben zentrale Sprachrohr gibt. Bei uns ist es so, dass es ein Team gibt, in dem alle Mitarbeiter sind. Das ist dieses 10er Adlon Talk ganz oben. Wir haben das halt nach Nummern strukturiert, welches Team welche Funktionalität erfüllt. Und so kann das Marketing sehr einfach mit den ganzen Mitarbeitern sich abstimmen und hat natürlich auch den großen Vorteil im Vergleich jetzt zu einem schwarzen Brett oder zu einer Mailliste, dass ich sofort sehen kann, wie die Mitarbeiter interagieren, wie da das Feedback drauf ist. Und ja, also vielleicht ganz kurz auch hier bei der Teams-Einführung ist eben vor allem auch dieses Change-Thema wichtig, weil sich die Verhaltensweise oder der Umgang mit dem Tool doch grundsätzlich unterscheidet zu dem, was die meisten Mitarbeiter mit dem klassischen Outlook- und Profile-Server gewöhnt sind. Das nur am Rande. Weiteres Beispiel aus dem Marketing ist ihr eine Teamware-App, also auch einfach eine kleine App, eine Power-App, wo die Mitarbeiter halt das Teamware bestellen können und das Ganze im Hintergrund eben auch über Power Automate dann automatisch die Bestellungen ans Marketing gegeben werden. Ist jetzt auch super schnell gemacht, das ist ein nettes Gimmick und der große Vorteil ist natürlich jetzt auch aus, ich sag mal, Dienstleister-Sicht, dass diese Applikationen, wenn die einmal runtergeschrieben sind, sind die super skalierbar und wiederverwendbar. Also wenn jetzt ein Kunde auch Microsoft 365 als Plattform einsetzt und da ist es sehr einfach zu sagen, hey, wir haben eine Teamware-App geschrieben, habt ihr da auch Interesse? Die ist super einfach portierbar. Man muss halt ein bisschen das Design anpassen und die Inhalte, aber die Struktur kann eben wiederverwendet werden. Man muss das Ganze nicht nochmal neu erfinden. Und zuletzt jetzt hier aus dem Marketing habe ich noch den Bereich der Eventorganisation. Geht nochmal, zahlt noch ein bisschen auf dieses Thema Teams ein, im Sinne von, es gibt bei uns auch einen zentralen Teams-Bereich dann für die Organisation, zum Beispiel von solchen Events, wo einfach alle Beteiligten, die Speaker als Consultants und das unterstützende Marketing-Team und das Sales dabei sind, wo man eben eine Plattform hat und eben auch wieder zum Beispiel über Forms die Informationen aus den Meetings dann in die Plattform reinlaufen. Letztes Beispiel noch aus dem Support. Und zwar, wir haben Managed Service in Ulm, Support Team. Und es ist so, dass wir verschiedene Kundenplattformen betreuen, wo Wartungsfenster notwendig sind. Und statt die von Hand eben jetzt telefonisch oder per E-Mail mit den Kunden abzustimmen, ist es so, dass man über Power Automate automatisch Templates für diese Wartungsfenster generieren, wo dann der Kundenverantwortliche nur noch sagen muss, okay, ich möchte jetzt mit dem Kunden Wartungsfenster vereinbaren. Dann wird im Hintergrund automatisch eine E-Mail über Power Automate verschickt. Die sieht man rechts in diesem Handybild.
wo der Kunde dann nur noch unten freigeben und ablehnen sagen kann. Und wenn er das freigibt, bei uns im Hintergrund automatisch das Wartungsfenster freigegeben wird. Das Support-Team wird entsprechend informiert und es werden Kalendereinträge gemacht. Also auch wieder alles auf der gleichen Plattform. Den Beispielen wäre ich dann soweit durch, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Wir sind ganz gut, glaube ich, in der Zeit. Wichtig ist am Anfang einfach diese bei der Prozessdigitalisierung, diese Vision fürs Team, wo möchte man mit dem Ganzen hin, dass man jetzt auch diese Potenziale nutzt. Es ist häufig sehr sinnvoll, dass man einen Workshop macht, einfach um dieses Thema des Prozesses nochmal neu zu beleuchten mit den Teilnehmern, weil häufig hat sich's geändert. Also um diesen Aspekt zu vermeiden, dass jetzt ein schlechter analoger Prozess eins zu eins ins Digitale übersetzt wird. Dann wird das Ganze entsprechend designt. Man kann gucken, welche KPI man hat. Wird in der Microsoft 365 Plattform dann mit den Lösungen, wie ich es jetzt gerade vorgestellt habe, umgesetzt. Das bewegt sich häufig um diese drei, vier Applikationen, diese Power-Plattform, wie Microsoft sie nennt. Und dann kann das Ganze eben auch schon wirklich in der Praxis getestet und ausgerollt werden. So, damit wäre ich dann durch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe jetzt hier am Ende noch ein Takeaway, und zwar, wir bieten einen kostenlosen Innovation Discovery Workshop für die Teilnehmer des Vortrags an, dass sie einfach das volle Potenzial von Microsoft 365 nutzen können. Sie können sich einfach entweder direkt an mich über jetzt die Virtual Workplace Evolution App oder über an meine Kollegin, die Katharina Wörz, per E-Mail wenden. Geben Sie einfach den Code an, dann kriegen Sie das Ganze kostenlos. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, danke schön auch für den Vortrag. Als Frage vielleicht noch, ich sage mal, ich könnte mir vorstellen, dass bei aller Automatisierung und auch Wiederverwendbarkeit bei unterschiedlichen Kunden, wenn man als Dienstleister agiert, es da doch durchaus den einen oder anderen Fallstrick gibt, der bei der Prozessdigitalisierung in der Praxis häufiger vorkommt. Kann man dazu vielleicht was sagen? Klar. Also jetzt Fallstricke bei Prozessen in dieser Komplexität. Also wenn man es jetzt im Vortrag angeschaut hat, sieht man, dass es jetzt hier alles geht, jetzt nicht um Prozessautomatisierung zu machen über die ganze Wertschöpfungskette von einem Unternehmen. Ich glaube, damit da ist die Plattform auch stand jetzt so nicht ausgelegt. Fallstricke sind aus meiner Sicht vor allem das Thema des 1:1 Abbilden des Bestandsprozesses. Also, dass man einfach sagt, okay, man weiß schon, wie das Ganze läuft. Das wurde in meinem Dokument geschrieben vor Jahren und man übernimmt es. Und dass man die Teilnehmer nicht abholt. Also einfach die Gefahr, dass man sagt, man brütet das so ein bisschen im stillen Kellermannlein aus mit der IT, setzt das Ganze um und die Prozessteilnehmer, die Fachabteilung, die Prozesse im Standard gewöhnt sind und seit Jahren so verwenden, die wissen plötzlich nicht mehr, wie das funktioniert, weil sie nicht sauber abgeholt wurden. Also auch entsprechend dieses Thema Change und Prozessdesign. Das ist so mit ein großes Thema, was jetzt diese kleineren Prozesse angeht, würde ich sagen. Etablierte Prozesse ist vielleicht so ein bisschen das Stichwort auch dahingehend, viel über Office oder Microsoft 365 gesprochen, wie man dann Drittanbieter in die Prozesslandschaft einbindet, denke ich mal, ist auch kein Thema. Ja, also es ist so, dass es in diesem Microsoft 365-Bereich, da gibt es ein gewisses API-Set, das ist standardisiert und es gibt sehr, sehr, sehr viele Drittanbieter, die dieses API-Set unterstützen, die da sogenannte Konnektoren bereitstellen. Wenn die Anbieter sowas haben, jetzt zum einfach mal Dropbox in den Raum geworfen, dann ist es relativ, dann ist es sehr einfach, das umzusetzen. Das Ganze ist nur zusammenklicken. Wenn es das nicht gibt, gibt es die Möglichkeit, sich einen Adapter für diesen Connector zu schreiben. Das ist dann wieder Individualaufwand, hängt dann auch so ein bisschen von der Drittanbieter-API an oder ab in dem Fall, genau. Also ich sage mal in Anführungszeichen klassischer Ansatz, API-Bausatz oder Customizen und dann passt es. Genau, richtig. Wunderbar.